Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Ready or Not mit dem Headless Chris. Grüß dich. Grüßt euch, hi. So, und wie versprochen werden wir heute nochmal reingehen in die kranke Mission Träger der Rebe, wo wir eine, ich glaube das ist eine Sekte, ne, die irgendwie ziemlich crazy drauf ist, infiltrieren müssen. Naja, infiltrieren ist falsch, das würde ja bedeuten, wir würden auch Mitglieder der Sekte werden, undercover. Ne? Wir müssen da rein und wir müssen Ordnung ins Chaos bringen, wir müssen Zivilisten retten, wir müssen Elaine Reskin verhaften, wer auch immer das ist, und Eva Nadar ebenfalls verhaften, wer immer das auch ist. Ich schätze mal, die beiden haben wir uns jetzt mal auch schon geguckt. Also, so sieht die eine aus, die hat so Rasterzöppe, und die andere, das ist so eine blonde Frau. Merkt ihr mal, die ist 1,65 groß, so kann man das sich so ein bisschen merken und abschätzen. Alles klar, das kriege ich hin. Ja. So, oh, die eine ist 150, ja, keine Ahnung. Das kann doch nicht sein, oder? Was denn? Gewicht 150, die eine, und die andere 59. Das heißt doch, dass die eine, die ist doch ultra dick. Dann. Ja, aber da gibt es keine dicken, glaube ich. Nee, ne? Nee. Was stimmt da nicht? Ja, aber ist ja, das Spiel ist ja noch nicht fertig. Ne? Wenn wir was zocken, dann wissen wir ja, das sind Spiele, die noch nicht fertig sind. Na so. Aber gut, kennen wir uns aus. Wir gehen rein, würde ich sagen. Und schauen mal, ob es besser klappt. Ansonsten, ja, mal gucken. Ne? Wir zocken jetzt erstmal die Mission und in der nächsten Episode schauen wir uns dann ein paar andere Missionen dann wieder an. Und gibt ja noch ein paar neue. So, also, Y, zack. Ich habe übrigens Stinger ausgerüstet. Sehr gut. Ansonsten sind wir unverändert. Warum ist eigentlich so viel Kabellage da an deinem Schild? Sag mal, was ist denn da alles dran? Weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich, keine Ahnung, für eine integrierte Funkverbindung oder so. Keine Ahnung. Aha, aha. Weiß es nicht. Ja, jetzt wo du es sagst, jetzt sehe ich es auch. Ne? So richtige Kabel. Mhm. Kabelteile. Verrückt. Wer weiß, wer weiß. Ja, wenn ihr es wisst, ne, schreibt es in die Kommentare, wie so ein Schild mit der SEK aussieht. Na so, das kennen wir ja schon hier. Ich frage mich, ist das Polizeiauto hier, ist das unseres? Nee, oder? Nee. Das war das Vorgängerteam, was es ja, nicht geschafft hat. Genau, weil hier hinten steht auch daher, ja auch noch. Ja, da ist unsere hier, guckt ihr da an. Und dahinter steht noch ein Krankenwagen, so wie es aussieht, ne? Ja? Ach, das wird wahrscheinlich der Krankenwagen sein, der die Verletzten, weißt du? Weil wir sind ja meistens so, dass wir schon die Leute nicht eher abschießen, meinst du, ne? Richtig, eine lebenserhalten. das sagst du jedes Mal und jedes Mal ballern wir hier alles über den Haufen. So, du pass mal auf, ich gucke mal ganz kurz da rein. Ja, mach das mal. Weil da hat es uns ja letztes Mal zerrissen. Oh, ich erschrecke mich immer bei diesen Figuren hier, ne? Naja. Du kannst ja schon mal den ja, ich geb meinen Raum da schon mal sneaken. So, Videoskop und Schnüffel. Ja, siehst du, da steht sie nämlich schon, die Olle mit ihrem Schrotgewehr. Hat uns noch nicht gesehen. Also da, wo letztes Mal Kontakt war auf der linken Seite, da steht wieder eine. Ja, okay. Und ich höre, glaube ich, von links auch was. Gut, wissen wir Bescheid. Mhm. Also theoretisch könnten wir ja theoretisch mal aufmachen. So fängt immer der beste Satz an, theoretisch. Ja, also ich bin eine Überlegung. Wir könnten vorne aufmachen, uns links und rechts von der Tür hinstellen und tatsächlich reinrufen und das mal so machen, wie der eine Kommentar unter dem Video mal gemacht hat. Die rauskommen lassen quasi. Ja, okay, dann machen wir das. Wollen wir es einfach mal probieren? Ich meine, am Ende des Tages müssen wir probieren. So ja. Soll ich mal einen Taser rausholen oder wie? Ja, mach mal. Warte mal, habe ich überhaupt einen? Ja, habe ich. So, dann mache ich jetzt auf. Ja. Und du rufst. Und ich brüll. So, 3, 2, 1, los. Get down! Hands up! Drop to your knees! Hands up! Police, get down! Down on your goddamn knees! Police, get your hands up! Und die kommt auch wirklich? Hands up! Above your head! Die ganz hin. Ich glaube, die haut eher ab, oder? Down on the ground, now! Hands on your head, do it now! Ich weiß nicht, ob diese Idee so gut ist. Jetzt nehme ich die Katze aus dem Sack. Die lassen sich nicht irgendwie... Die sind ja nicht doof. Nee. Warum sollten die jetzt hier... Ich würde auch nicht rauslaufen. Quatsch. Get on the ground, now. Willst du dein Schild nicht mal nehmen? Naja, noch habe ich hier, glaube ich, eine bessere... mit einer besseren Waffe. Hands up, down on your knee. Get down, now. Also ich glaube, das wird nichts. Ja, ich glaube auch. Was machen wir denn jetzt? Doch, jetzt kommt er. Echt? Ich höre was. Hands up, do it now. Hands up jetzt. Down on the ground, move.
Get down on your knees. Put your fucking hands up. Na komm, mal, bitte durch, beleidigen. Hands up, do it now. Police, down on the ground. Get on the ground now. Get down, I want to see hands. Put your hands up. Ist auch ganz wichtig, dass er bei jedem Satz so die Waffe so ein bisschen senkt. Hands up, now. Get down, I want to see hands. Police, get down. Da kommt keiner, glaube ich. Doch, doch, doch. Put your hands up. Tja, was? Hands on your head. Let me see those hands. Down on your knees. Was für eine beschissene Idee gewesen, ne? Das ist jetzt scheiß Idee, das war eine scheiß Idee, war das. Hm. Warte mal, machen wir mal folgendes. Hands up, hands up. Go to hell, sagt sie. Soll ich mal das Dinger reinballern, oder wie? Warte mal, wir machen das anders. Oh, das ist keine Stinger. Das ist auch keine Stinger, das ist nicht Stinger. Oh, das ist doch eine Stinger. Das muss ein Stinger sein, da steht ja Stinger drauf. Mach einfach die Tür wieder zu. Und verkeilt. Jetzt hast du verkeilt. Na gut, dann zurück zum ursprünglichen Plan, würde ich sagen. Ja, Freunde, so funktioniert es nicht. Die kommen nicht einfach raus, wenn man so ruft. Vielleicht andere, aber die nicht. So. Gut, dann lass mich mal vorgehen. Ja, gehen wir mal vor. Mit meinem kleinen Schildchen. Die wissen natürlich jetzt Bescheid, ne? So, dann verkeile ich mal die Tür da hinten. Na, guck erstmal drunter, bitte. Ja, okay. Ich sichere die andere Tür ab. Schöne Werkstatt hier, ey. Hätte ich auch gern. So, ich sehe Rasen. Mhm. Und Mauern und Zaun. Linke Seite ist zu. Rechte Seite ist da wiederum auf der linken Seite eine Öffnung. Den Rest kann ich nicht einsehen. Verkeile ich aber trotzdem, ne? Ja, dann mach mal verkeilen, bitte. Achso, hast du gleich mal geguckt wegen einer Sprengfalle? Eventuell? Habe ich jetzt nicht gesehen. Hm, okay, alles klar, gut. Aber die werden doch nicht ihr Domizil hier versprengfallen, oder? Ja, keine Ahnung. Die wissen ja, dass wir kommen, quasi. So, das ist die Besenkammer. Da links ist eine Dame. Die scheint ein bisschen irre zu sein. Die hat eine weiße Maske aus und die lacht ganz verrückt. Ja, dann ist das eine von denen. Also, so, dann würde ich sagen, Stinger bereit machen. Ja, Moment. Und nach links in den Raum ballern, ist ungefähr so auf 10 Uhr. Ja, eine Sekunde. Ist bereit? Ja. 3, 2, 1, los. Hier rein? Ja. Oh, die gibt so auf. Ja, ja. Ich deck dich. Ich hab daneben getasert. Ja, ich bin soll ich die festnehmen oder wie? Ja, bitte, weil ich komm grad nicht vorbei. Aber Vorsicht, ne? Die sind irre. Ich hoffe, in der Zeit schießt mich nicht. Ja, genau das. Alles gut. Hat er dich erwischt? Ja, ich bin so ein bisschen beschwommen. Okay. So, wo kam das her, weißt du das? Von hier hinten, aus dem Raum, aus dem Großen. Weil das hier, wo ich gerade hinziehe, das ist ja der Raum, wo wir eben gerade reingeguckt haben. Ja. Da sollten wir auch erstmal reingehen, ne? Mhm. Aber hier hinten sind auch nochmal. Ja, dann geh du mal schon mal in die Richtung Raum. Ich check das auf der linken Seite ab. Ja, okay. Okay, ich halte mich hier und warte. Dich. So, hier ist eine Tür offen. Ja. Die schließe ich mal und verkeile. Ja, bitte. Wir müssen mal gucken. Es kann sein, dass die eine Waffe hatte hier. Die hier gerade festgenommen worden ist. Die kriecht weg auf jeden Fall. Naja, das kann sie ja. Aber. Mensch, Mädchen. Mensch, das ist doch nicht dein Ernst. Echt, ey. Überleg, was guck dich doch mal an. Da kannst du, da weißt du doch schon, dass da immer nichts stimmt. Was haben die denn deine Eltern beigebracht? So, komm, weiter. Ja, okay, alles klar, gut. So, ich werde mich hinter dir. Ja. So, 12 Uhr sieht sauber aus. Ja, links, soweit ich das jetzt erstmal erkennen kann, auch. Aber wie gesagt, noch unter Vorbehalt. Der Raum ist jetzt gefährlich. Mal vor. Definitiv. Das ist wirklich die Frage. Hinter der Tür hinten. Siehst du, hast du gesehen? Ich hab's, glaube ich. Ich glaube, es ist erledigt. Ja? Ich glaube. Ich glaube, sie liegt da hinten, ja. Aber gut, dann gehen wir mal erstmal ganz vorsichtig rein. Es ist halt die Frage, ob wir wirklich in diesen Raum gehen sollten, ne? Oder ob wir wirklich eher
dass die ganze Sache von den anderen Räumen aus klären sollten, weil hier ist schon wirklich, keine Ahnung, Turnhalle ja, mit 10 Eingängen, weißt du? Ja, ja, das Problem ist, dass wir von außen reinkommen könnten auch noch, ne? Draußen ja. ist ja ein Garten. Ja. Da kommst du, aber wir kommen von vorne nicht rein, ne? Also von vorne kommen wir hier in diesen Raum rein, ne? Ja, ja. Da waren ja, wir genau. ja gerade eben. Das Einzige, was wir machen könnten, ist quasi, dass wir durch den Garten gehen halt, ne? Da die Tür, die du zugemacht hast. Ist mir, glaube ich, lieber. Lass es mal. Ja? Okay. Weil das ist mir, genau, das ist mir nix. Da wirklich, weißt du, das ist mir zu offen alles. Boah, Tante Käthe hier noch eine Waffe fallen lassen hier? Nee, ne? Okay, gut. So, dann. Bist du bereit? Okay. Jawohl. Dann 3, 2, 1, los. Rechts ist nicht frei. Ja. Stinger oder? Warte, warte. Ah! Hier. Moment, warte. Oh, das ist nach schwerem Geschütz. So, ist ausgeschaltet. Alles klar. So. So, wir sollten rausgehen, sobald es sicher ja. ist, dann kann ich verkeilen. Ja, alles klar, gut. Dann draußen. So, übrigens schreiben immer wieder welche in die Kommentare. Ich soll die Kamera von meinem Kollegen anmachen. Das Ding ist ja. nur, dass ich da eh nicht drauf gucke, muss ich ganz ja, ehrlich ja. gestehen, weil ich ja, ja alles eh für mich auch beobachten ich muss. Mal, ich muss mal ganz kurz gucken, was meine Muni macht. Ja, ich check mal kurz den linken Bereich hier. Ja, mach das mal. Ah, der ja, ist auf jeden Fall sauber. So, dann kann okay, ich mir nicht den Keil da wiederholen. Nee, mache ich nicht. So. Jetzt gibt es hier links so einen Durchgang, wie du siehst. Ne? Ja, ah, da können die durchschlüpfen, ne? Da können die durchschlüpfen, genau. Ich check das mal kurz. Mhm. Check das mal. Ich versuche hier weiterhin zu sichern. Hier ist ja so ein kleiner Durchgang. Oh, das ist natürlich echt ein dicker Garten, ne? Mhm. Wir können da nicht durchschlüpfen, ne? Nee, leider nicht. Noch nicht, Freunde, noch nicht. So, dann nimm mal die fest und die sicher mal die Waffe. Ich ja. Bleib hier vor der Tür und warte. Festnehmen ist gut, ey. We have one dead suspect here. Talk reporting. Und die so, Waffe. Roger, wo ist die? Die war zu ihren Füßen. Ah ja, ich hab's da. Okay, dann okay, weiter. Gut, dann gehen wir weiter. So, hier geht's unter in den Keller. Okay. Türisch Schritte von rechts. Ja gut, dahinter kann natürlich was sein, ne? Müssen wir aufpassen, dass sie nicht durchschießen. Lieber gerade so, weiter durchgehen. Ich geh mal durch. Und gehe, Vorsicht, hier ist ein Keller. Ja, ich decke den Keller ab. Und gehe jetzt erstmal Richtung Gewächshäuser. Okay, hier ist erstmal frei. Frei. Links ist auch frei. Okay, dann lass uns doch mal. Ich schaue noch mal hier den letzten. Hier ist hinten ist eine Tür. Kannst du die Doppeltür mal keilen? Ist das möglich oder soll ja, ich das machen? Ja. Dann musst du halt den Keller im. Du meinst die hier, ne? Ja, da müsstest du den Keller einmal da hinten. Auf der linken Seite ist auch noch eine Tür. Ja, ich weiß, da bin ich gerade. Ich glaube, ich habe keine Keile mehr. Keile dann sind wirklich ein Mangel. Wechseln wir die Position. Ja, der Keller ist jetzt natürlich. Die Tür ist aufgegangen hier? Ja, die war die ganze Zeit auf. Die hier hinten nicht? Ja, doch. Echt? Okay, dann wechseln wir mal kurz die Position. Oh, geschossen, aber nicht getötet, zum Glück. Könnte sein, dass es ein Zivilist war. Ich war einfach zu eifrig. Kam auf jeden Fall keine Meldung, so gesehen. Erstmal alles. So, hier ist jetzt zu. Ne? Ich habe jetzt Tür gemacht. Da war auf jeden Fall gerade ein Kontakt drin, ne? Ja, ich habe es durch die Scheibe gesehen, ja. So, okay. Gut, dann checke ich hier weiter den Außenbereich einmal. Du, bitte einmal die Tür bewachen, genau. Ah, der Gärtner hat Urlaub auf jeden Fall. Wahrscheinlich. Müssen wir hier eigentlich auch Beweise sammeln, oder? Ja, aber die sind woanders, die sind nicht hier draußen. So, ich bin jetzt
beim Ausgang des Gewächshauses. Ich muss schießen. Ja, mach das. Du brauchst nicht, wenn du Kontakt hast und du beschossen wirst, dann okay, gib ihm. Sie ist tot. Hier ist, glaube ich, aber auch irgendwie Kontakt. Ich höre hier was. Bei mir. Ja, es kann hier auch aus dem Gang, kann hier aber auch aus dem Raum sein hier. Soll ich mal gucken, oder? Bin mir nicht sicher, ne? Nee, komm mal lieber zu mir. Hier ist nämlich das Scheißhaus. Oh ja, siehste? Oh ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, wo das herkam. Keine Ahnung, Alter. Boah, ey. Wahnsinn. Das muss von außen kommen. Aber wahrscheinlich kam das hinter der Tür her. Vermute ich mal. Junge, ey. Irgendwo da muss das hergekommen sein. Ich schätze mal, von außen muss das gekommen sein, aber kein Plan. Also, war ich die Dame beim Scheißen gestört, ne? Saß schön auf dem Schacht. Ja, ja. Nimm mal Schild, oder? Ich würde rausgehen, da ist sie nämlich. Das war so. Ah, toll. So, willst du weiter durchziehen noch, oder? Ja, ich mach mal kurz. Das muss man auch unbedingt brüllen, ne? Jeder Bescheid weiß. Denk dran, alt und lehnen, ne? Ja, ich denke mal, wir sollten echt erstmal den Außenbereich safen, oder? Bevor wir reingehen, oder was meinst du? Ja, das ist halt schwierig, weil hier hinten ist noch eine Kirche, ne? Die können da auch von kommen. Also ich ach so. Das ist schwierig. High ground to talk. Suspect is deceased. Talk to element. Copy that, entry team. Notifying trailers. Kurz hier rein vorne. Yo. Ja, so sieht man die Kabel nicht, komischerweise. Hier war irgendwo Bewegung. War das die Person? Hast du erschossen? Da liegt eine. Ja, stimmt. Aber das war nicht die, die ich vorhin hatte. Das, die war, glaube ich, eher etwas Dunkles an. Ich sehe gerade null, ne? Ja, dann nimm weg das Schild. Ist halt nur die Gefahr, dass du halt dann gleich erschossen wirst, wenn einer um die Ecke kommt, ne? Police, get your hands up! Talk. We got one fatality. Suspect. Talk reporting. Affirmative, entry team. Na, irgendwo hinten rechts, ne? Boah, das ist ein fettes Treppenhaus, ey. Und Keller, ey. Boah, ist das groß. Oh, sehr gut. Sehr gut reagiert. Die könnten noch leben. Talk. Suspect is down. This is Talk. Roger, entry team. Notifying medical. Wo willst du jetzt hin? Ich hab irgendwas gehört gerade. Ah, sehr schöne Grafik wieder, finde ich. Auch wenn das jetzt mit der Kamera ein bisschen komisch ist, aber. Hier wohnt der, Alter. Boah, ey, die machen mich fertig, ey. Was liegt denn da links? Warte. Oh, die lebt noch. Oh, ich höre was. Oh, das ist die Kirche, die du meinst, oder? Nee. War klar. Okay. Ah, okay, da warst du. Element to talk. Suspect down, alive. Ah. Talk to high ground. Copy. EMTs and trailers are standing by. Alter, Junge, ey. Das ging schnell. Okay, wo kam's her? Keine Ahnung, Aus der Tür.
So, ja, kurz gucken, wie viele es waren. 13. Ah ja, gut, okay. Okay, Civilian Secured eine. Ah ja, die am Anfang gleich, die kleine. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gib ihm nochmal, oder? Ja klar, gerne. Taktikwechsel. Willst du lieber den Außenbereich erstmal clearen? Ja, wir können auch erstmal zur Kirche gehen. Also, lass uns mal den Außenbereich erstmal machen. Okay, dann machen wir den Außenbereich. Gehen wir über den Außenbereich zur Kirche erstmal? Ja. Und dann machen wir den Bereich. Alles klar. Talk to high ground. Suspects have a foothold in this area. And they're refusing to cooperate. Entry team, you are cleared to proceed with the mission. Das heißt, wir gehen jetzt quasi hier durch diese eine Tür, die du vorhin verkeilt hast. Himmel durch. Warte mal ganz kurz. Ich weiß gar nicht, ob man hier hinten lang kann. Komm mal mit. Bitte rechts. Ich bin hier noch nie lang gegangen, muss ich gestehen. Ach nee, da ist eine Tür. Da ist zu. Ne? Okay, alles klar. Gut, dann. Okay, dann gucken wir erstmal hier. Ja. Ich würde die Tür erstmal keilen hier, ja? Brauchst du gar nicht, weil wir keilen dann gleich die hier. Okay, oder so, ja. So, sieht sauber aus. Dann gehen wir durch. Mhm. Rechts ist frei. Mhm. Links ist auch frei. Okay, dann keile. Ich würde es irgendwie cooler finden, wenn die Türen nicht so knallen würden. Aber gut. Ja, genau. So, ich gehe mal in den Schleichmodus. Ja, ist eine gute Idee. So, hier ist kein Kontakt. Links ist frei. Rechts ist auch frei, soweit ich das erkennen kann. Schleiche mich jetzt langsam vor. Würde die Tür hier erstmal keilen. Ja, soll ich machen, oder? Ja, mach mal, wenn du noch einen Keil hast, gerne. Ja, verkeilt. Wunderbar, super, dann gehen wir weiter vor. Ich würde dann einmal crossen, rüber zum Schlitz. Ja, bitte. Oh, hier Bienen. Ah, au, au, au. Oh, oh, ich weiß nicht von wo. Okay, ich auch nicht. Ach, da oben, guck mal da oben auf dem, die haben so einen Balkon. Nein, schau echt? Mal oben, guck mal, da oben die Kirchen, oder andersrum, da oben, wo das Draht ist, weißt du, siehst du das da oben? Ja, da ist einer. Genau, da habe ich gerade einen schießen sehen, ja. Ist ja wohl nicht zu fassen. Ich erwische. Tante Käthe. Hä, sicher? Hm. Das schlägt nämlich oben ins, ins Dach immer mal wieder ein. Boah, aber das ist aber hart, ey. Die, also wir sehen die nicht, die sieht uns aber durch die Büsche da oben, weißt du? Da ist schon eine miese Nummer, ey, finde ich. Aber gut, da muss man sich halt einfach besser in Deckung begeben, ne? Ja. So, wollen wir durchgehen, oder? Mhm. So richtig überzeugt sind das nicht. Ja, ja, ich wollte gucken, ob sie sich noch mal einmal blicken lässt. Ich habe nämlich gut geaimt quasi. So, kann, guck mal drunter. Kann ich mal durchgucken, genau. Ich sehe nur Gras, ehrlich gesagt. Nur Gras. Also, nochmal. Ja, nur Gras. Na, ja, komm dann mal auf das Brett. So, bist du bereit? Ich bin bereit, ja. 3, 2, 1. Links ist frei. Na, ich habe schon rotes Bein. Ich decke erstmal den Keller ab. Mhm. Geh jetzt erstmal weiter und schau mir erstmal hier die Gewächshäuser an. So, die Gewächshäuser sind frei. Hier ist frei. Dann folge ich, ne? Ja, bitte. Lassen wir. Soll ich die Tür erstmal keilen hier vorne? Ja. Die Doppeltür? Dann deck mich mal kurz. Dann ja.
So, ich keile die Tür hier. Du hast auch keine Keile mehr. Einen habe ich, glaube ich, noch. Da ist ein Schlafzimmer, ist aber eigentlich keiner drin. Obwohl, nee, das ist ja Durchgangsraum, ne? Mhm. Ich glaube, ich hätte wirklich keine Keile mehr, oder? Du hast doch zwei nur. Habe ich schon zwei verkeilt? Ja. Na gut. Dann können wir ja mal etwas schnell. Können die da nicht raus, wenigstens. Okay, Gold. So, dann gehen wir weiter vor. So, links ist frei. Oh, ich höre sie von links. Ja, ich gehe ins Schleißmodus. Ja. Get on the ground now. LSPD, don't move. Down on the ground now. Hands up, do it now. Ich hab sie erschossen. Sie wollte sich nicht ergeben. Nicht, dass du wieder einen Zivilisten erschossen hast. Nein, nein, die hat eine Weste an ihr gehabt und eine Waffe in der Hand. Na gut. Ich glaube, ich habe aber auch noch eine männliche Stimme gehört. Sicher habe ich mir nicht. Oder sind hier nur Ladies? Hier sind nur Ladies. Achso, na gut, dann habe ich keine. Okay, mach schon mal einmal. Vielleicht war die männliche Stimme das hier. Hands up, do it ja, now. Genau. Warte, ich mach's nochmal. Please, get your hands up. Down on your knees. Das war's. Soll ich mal auf? Ja, bitte. 3, 2, 1. Alles klar. Okay, rechts ist frei. Von links kann nichts mehr kommen, oder? Nee, da kann nichts mehr kommen, ne? Down on the ground, move! Move! I like to move it, move it. Toilette muss man nicht sichern, ne? Nee, da ist keiner. Nee, glaube nicht, ne. Kannst du hier mal die Frau einmal festnehmen, oder? Ich würde ungern hier nach links in diesen offenen Bereich gehen, aber... Ah, ich bin ja da. Das ist nämlich decken einmal. Ja, ich bin da. Leave the talk. One civilian unresponsive. Talk to element. Ja, Roger that, Entry Team. Tag him and keep moving. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob die eine Waffe hatte, mein Freund. Die wollte sich nicht erheben. Okay, gut, weiter geht's. So, hier oben ist der Balkon übrigens, ne? Ah ja, okay. Ja. Der ist aber, glaube ich, vernagelt. Mhm. So, geh weiter. Oh, ich höre was. Schau mal. Also rechts ist erstmal frei. Links geht's zur Kirche über. Ich zieh mich mal kurz nochmal einen Tick zurück hier. Ja. Ich will nochmal ganz kurz in die Mission gucken. Ja. Und zwar die Karte. Einen kurzen Überblick haben hier. Ah ja, okay. Das war das. Da haben wir natürlich nicht viel. Ich glaube, wir sind hier jetzt hier so. Aber sicher bin ich mir nicht. Vielleicht sind wir auch hier. Mal schauen. Okay. Gut, dann gehe ich weiter. Was ist. Links geht's zur Kirche, sagst du? Genau, links geht's zur Kirche. Wollen wir dann erstmal die Kirche machen, oder? Ja, ich will bloß erstmal hier gucken, ob hier nicht irgendeiner im Vorgarten steht bei denen hier. Ja, ich decke da mal den linken Weg ab. Ja, machen wir. Da ist so ein Weg, weißt du? Gut, hier ist erstmal clear. Okay, dann rücke ich weiter vor. Dann auf der rechten Seite ist noch eine Tür. Ich würde die mal keilen, ja? Ja. Ich gehe schon mal weiter vor. Kann ich hier eigentlich reingehen? Fühlt jetzt nicht gut. Hallo. Was denn? Ja, ich kann hier nicht reingehen, obwohl da ein offener Bereich ist. Wo bist du? Richtung Kirche. Ah, da bist du. Oh Gott. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir mal weiter.
Oder Kapelle. Das ist eine generische Kirche. So ein. So, links ist eine Doppeltür, die ist aber zu. Oben die Tür ist auch zu. Ja, zudem kommt natürlich auch noch, um noch mal oben auf die Kamera zu sprechen zu kommen. Wenn derjenige ein Schild trägt, dann nützt dir die Kamera da auch gar nichts. Die eine Tür ist offen, gell? Ist das richtig? Ja. Kann man durch das Schild tatsächlich ganz schwer erkennen, ja. So, ich höre Getrommel. Hm. Hier ist die Tür offen, hast du schon gesagt, ja. Oder? Ja, ja, genau. Guck aber trotzdem mal durch, ja? Mich mal am abdecken, bitte. Ja, mache ich. Ja, ist ein Raum, der geht nach vorne rein. Ich glaube, da können wir mal einen Blick reinwagen. Mhm. Ich mache nochmal auf die Tür. Ja. Ich kann nichts erkennen, weil das spiegelt in dem Schild. Ich muss mich zurückziehen. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich weiß auch nicht. Problem ist, spiegelt total. Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Echt nicht. Ich nehme mal kurze Stinger. Ja. Das sieht gut aus. Dann rein. Ja, ich habe mich selber... Verdammte Axt, Alter. Oh, das ist, ich finde, das ist teilweise so fies, ne? Du siehst gar nichts, dann wirst du noch eine Stinger, dann hörst du Geräusche wie... und dann lebt da trotzdem noch einer. Oh. Verrückt. Oh, da hinten. Okay. Ich werde, glaube ich, in der nächsten Runde eine Sache wechseln. Und zwar werde ich das Videoskop gegen eine Stinger ausrüsten. Dann hauen wir da mal richtig einen rein, weißt du? Ja, genau. So, pass auf. Das war wieder klar, ne? Dass die Tür natürlich wieder abgeschlossen ist. Vielleicht brichst du dir wieder einen Fuß. Hast du schon, ne? Keine Ahnung, ja, wahrscheinlich. Naja, war ein grobes Anklopfen, sagen wir mal so. Pass auf, dass nicht einer durchkommt jetzt. Aber der Trommler lässt sich da gar nicht von, ne? Der ist auch der richtig trommelt guter weiter, Trommler. Das ist sein Job, trommeln. Auf, ich mache jetzt mal Folgendes. Wo kommt das her? Keine Ahnung, kann man jedenfalls erschossen und Kap. Kap's gehört. Ich bin echt mal gespannt, wo das herkam, ne? Warte. High ground to talk. Officer down, requesting immediate TEMS. Talk reporting. Copy that entry team. Proceed with mission. Ja, und das ist es halt, ne? Da hinter dem Paravan. Also, sorry. Wie soll das gehen? Alter. Hast du gesehen gerade? Ja. Wie steht da hinter dem Paravan, ja? Und erschießt mich oder uns. Wir sehen die aber gar nicht. Die uns aber schon. Na, geht so. Na klar, in echt kann man das natürlich sehen, weil da hinten Licht, aber das ist natürlich, das ist ja unmöglich. So, wir hatten mal hier. Null Subs. Achso, wir haben keinen reported wahrscheinlich, ne? Oder haben wir. Nee, wir haben auch keinen erschossen, glaube ich, ne? Nee. Haben nichts geschafft. Civilian secured. Dut. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, noch eine letzte Runde, oder? Jo. So, achso, warte, wir gehen da mal kurz. Ja. Ich will eine Stinger haben. Das ist dieses Videoskop, ist schön und gut. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass da, wir knallen einfach einen rein, würde ich sagen. Tür auf, reinknallen und vorwärts. Genau. Ne? Ich würde sagen, wir nehmen auch Tränengas. Obwohl Tränengas ist blöd, dann brauchen wir auch was, ne? Ja. So, okay. Dann gehen wir nochmal zurück, ne? Gehen wir nochmal zurück. Nochmal einmal ins Hauptquartier. Kurz umrüsten. Ne, ist, glaube ich, sowieso gut, wenn man die Mission 1, 2, 3, 4 Mal spielt, um sich dann optimal dann auszurüsten. Eben, das ist nämlich der Punkt. Deswegen macht man das, ja. Ja, ist natürlich in echt, hast du da auch keine zweite Chance. Da musst du natürlich optimal ausgerüstet sein beim Punkt. Ja. Aber ich glaube, so richtig mit echt kann man das sowieso nicht vergleichen. Nee. So, Stinger oder Blendgranate können wir natürlich auch machen. Ich würde sagen Stinger, ne? Tut halt besser weh. Ne? Also, ich habe mir eben gerade selber auch damit wieder mal... Eine mit dir eben. Ein verpoolt.
Hab gut. Zwar gut geworfen, aber nein. I'm ready? Yes, of course. Und los geht's. Ja, außerdem, so wie gesagt, so ein Videoscope ist gut, ja, aber das ist halt immer noch so eine Sache, das guckt halt nur, ne? Achso, wir müssen natürlich die Mission wieder neu auswählen. Aber das ist auch zur zweiten Runde wirklich schwierig, ne? Ach du, klar, also darüber müssen wir nicht reden. Was wir hier machen, das ist, ja, grenzwertig. Ne? Wie gesagt, normalerweise spielt man das mit 5 Leuten und man muss dazu sagen, dann ist es nicht leichter. Oder beziehungsweise nicht schwerer, wenn man es zu 5 macht. Ne? Also es gibt ja Spiele, da ist halt, wenn du es alleine machst, kommt beispielsweise nur 3 Gegner. Wenn man es dann zu 5 macht, kommen 20. Hier kommen halt immer 20. Ne? Ja, egal, ob du es alleine oder, ne, das ist halt, ja, ist halt für 5 Leute ausgelegt. Aber auch das kann ja sein, dass es noch angepasst wird. Vielleicht ist das ja irgendwann so, dass du verschiedene Schwierigkeitslevel hast, dass du sagst, du kannst es alleine spielen. Ja gut, alleine sollst du es eh nicht spielen. Ne? Es ist ja kein Multi- oder kein Singleplayer-Shooter. Ne, sondern es ist ja ein Multicrew realistic strategisch Dings. Spiel. Was ist dein Ziel, wenn wir drin lang gehen oder draußen? Ich würde es nochmal so versuchen, oder? Ich meine, okay, das war ja jetzt erstmal gar nicht schlecht. Können wir machen. Wir müssen ja sowieso die Leute rausziehen hier. So, gerade Tür geradeaus ist zu, linke Tür ist ebenfalls zu. Ich gehe durch. So, einmal mit Schild ausrüsten. Ja, ist schon passiert. Ich nehme die Stinger, würde ich sagen. Wo ist der überhaupt? Da ist er. Aber ja, ich mache die Tür auf und wenn du Kontakt hast, würde ich gleich mit Stingern. Ja, alles klar. So, 3, 2, 1. Boom, Granatetür. Genau, rechts ist frei. Alles klar. Hands on your head, now! Ja, danke. Ja. So, ich verkeile hier. Ja, das ist eine gute Idee. Man muss ja immer mal zwischendurch auch mal rufen, ne? Oh, ich höre hier was von rechts. Mal gucken. Okay. Bin mal ganz vorsichtig beim Rumlupen. Rechts ist scheinbar frei. Mhm. Die Gartentür ist zu. Balkon aufpassen. Ja, ich schaue. Diesmal cross ich nicht. Ja. So, hier verkeilen wir nochmal, wa? Ja, bitte. Und da geht dann auch mal ein zweiter Keil hin. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Jo. Wir machen die Tür erst leise auf, ganz leise. Mhm. Dann müssen wir den Überraschungsmoment eventuell noch haben. So, dann mache ich auf. Du musst auf der anderen Seite stehen. Ich muss zu den Scharnieren. Ja, quasi. Du hast recht, du hast komplett recht. Okay. Ich mach auf in 3, 2, 1. Ja, so ist gut, so ist gut. Gehe durch. So, links ist frei. Rechts ist auch frei. Keller ist. Da ist bis jetzt noch keiner. Na, ich sichere den Keller ab. Okay, dann gehe ich weiter vor. Die Doppeltür ist geschlossen. Put your hands up! Mann! Ich krieg die Krise hier manchmal. Da hinten ist einer. Wo denn? In dem einen, in dem. Da, also. Da, warte mal, jetzt haut. Okay. So, den habe ich gestingert. Ja, okay. Ich nehme fest. Ja. Oh, entschuldige bitte, ich hab's erschossen. Hier ist die nächste, warte, die läuft die hinterläuft uns? Ja. Du musst so kurz. Ah, hier, aus der Tür kommen sie auch. Du musst, wenn du sagst. Ach so, da. Oh, ich hab nicht nachgeladen, ich Idiot. Oh, das nervt mich ja jetzt wieder, ne? Ich kann Spiele, die nicht automatisch nachladen, ne? Da hab ich ein Problem mit, ne? Okay, du kannst festnehmen. Okay, sie wollte nicht festgenommen werden. Boah, das ist so oft so, dass ich einfach vergesse, ich habe ein leeres Gewehr, aber anstatt, es gibt ja Spiele, die laden automatisch nach, wenn du leeres Gewehr hast. Ne? Ja, richtig. Und ich kann mich da nicht dran gewöhnen, dass die das nicht machen, ne? Ganz kurz, in der Doppeltür ist noch eine mit einem Schrotflinte. Lass mich jetzt aufregen jetzt. Ja, okay, dann los, jetzt. So, scheiße mit dem Nachladen, so, jetzt. Ey, komm mal, so Dreck. So.
Also nochmal in der Doppeltür. So was, ich muss erst nachmachen. Auf alle Fälle eine. Du komm mal bitte auf meine Seite hier, weil da hast du die Möglichkeit, in die Richtung zu schießen mit der Stinger. Hat die Stinger nur zwei, hat die nur zwei Magazine, die mit? Nee, du musst halt immer nachladen halt, ne? Okay, ich glaube, ich habe aber nur zwei. Na gut, okay, wo soll ich hinkommen? Und zwar gehst du da auf die linke Seite. So. Ja, und dann ziehst du, die linke Tür von der Doppeltür ist offen. Ja. So. Und eben stand sie hinter der rechten noch zuen Tür. Nee, sehe ich jetzt nicht. Ich sehe sie aber da drinnen, die zielt. Kann ich einen Stinger durchs Fenster ballern eigentlich? Soll ich mal probieren? Ich weiß es tatsächlich nicht. Probier's mal. Ja, offensichtlich. Nee, leider nicht. Okay, ist abgehauen. Ist abgehauen. Nach hinten links. Ist abgehauen. Ich muss mal ganz kurz. Die ist nämlich leer jetzt, die Stinger. Die ist, zwei Schüsse haben wir da drin. Das war's. Okay. Ist ja doof. Sie ist nach links abgehauen. Ja. Nach da hinten ist abgehauen. Das Problem ist, ich habe jetzt, das Schild. Die hat mir genau eine von Bug gegeben. Ich kann nichts mehr sehen. Ja, wollen wir erstmal weiter rumgehen, oder? Ja, dann machen wir erstmal zu, oder? So, dann Keil mal. Das ist ja wirklich doof, finde ich. Oh, weia. Ja, die sind richtig crazy, die alten, ja. So, was ist denn hier mit Mäuschen? Die hast du schon, ne? Ja, okay. Nee, der lädt nicht mehr nach, ne? Warte, ich schieße nochmal. Nee, ist komplett. Ist einfach leer. Na, dann hättest du. Weil dann hättest du beim Ausrüsten, wahrscheinlich hast du nicht ausgerüstet genug. Weißt du, was ich meine? Aber ist das denn die Granate? Nee. Ach so, doch, stimmt. Du kannst Dinger-Munition noch ausrüsten, ne? Ja, genau. Hm. Ist ja nicht so schlimm, beim nächsten Mal wissen wir das. Dann müssen wir so wegknatzen. So, genau. So. So, haben wir hier die Waffe schon gesichert? Weiß ich nicht. Haben wir? Ich weiß es nicht. Ich sehe sie gerade nicht. Guck mal, ich sehe sie auch nicht. Aber die hat sie unschön beiseite gelegt hier. Aber die hat echt, die wollte sich nicht ergeben. Die war richtig auf Brass. Die war hart, ja. Na gut, komm, erstmal weiter. Ich sehe sie jetzt ja nicht. Ich auch nicht. Gut, dann geht's weiter hier. Warte mal, irgendwie spinnt gerade meine Maus. Jetzt. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier in diese. Ach Mann, ich kann nichts. Ich muss wechseln, es geht nicht anders. Ja, mach das. Ich kann nichts mehr sehen. Hier ist ja eine Tür. Da gehen wir rein. Ach so, wollen wir nicht hier weiter rumgehen? Willst naja, ich würde ganz gerne. Oh. Alter! Hab ich lebend? Okay, alles klar, warte mal. Ich einen halben Herzinfarkt. Ich peile hier durch die Tür noch. So, ich komme. So, wunderbar, sehr schön. Alter, ey. Mäuschen hier, okay. So. Ich erschieße jetzt alles, was sich hier bewegt, ne? Ja, kann ich verstehen. So, ich mach auf. Warte. Alles klar, mach auf. Links ist frei. Rechts sieht erstmal gut aus. Ich bleib weiter im Schleichmodus. Ja, ich auch. Weil ich habe irgendwas gehört. So, links ist bei dir frei, übrigens. Ja, rechts ist auch frei. Gut. Der Gang zur Kapelle sieht frei aus. Tür auf 12 Uhr ist zu. Rechter Bereich sieht auch sauber aus. Ja, links bei dir ist sauber. Kannst du crossen quasi. Warte mal, ich höre hier was laufen.
kann auch sein. Die schleichen mal langsam hier in den kleinen Gang vor. Ja. Hörst du die auch zufällig? Nee. Crazy, ich weiß nicht, ob das von drin ist oder von draußen. Na komm, wir gehen erstmal zur Kapelle weiter. Okay, alles klar. Nicht Alter. Geschossen, ne? Ich weiß nicht warum. Ich glaube, weil ich, wenn ich die Waffe gesenkt habe. Oh. Wenn ich die Waffe gesenkt habe, schießt der denn nicht automatisch, wenn ich wieder drücke? Nein, also muss ich die wieder. Oh. Nein, ja, ja. Das ist ja auch bescheuert, ey. Hm. Warum denn nicht? Weil du Carry Lowered bist in dem Moment, ne? Ja, gut, aber wenn ich die Waffe wieder, wenn ich wieder den Feuerknopf drücke, dann soll er doch wieder heben. Also was ist denn das? Naja, gut. Okay, ist auch in anderen Spielen übrigens so. Ja. Gut, Leute, so viel zu Träger der Rebe. Es ist sauschwer. In der nächsten Folge sehen wir uns natürlich wieder und dort werden wir uns wieder andere Level angucken, die wir noch nicht gesehen haben. Und ihr könnt gespannt sein. Also, danke, Chris. Ja, sehr gerne. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Boom.